Staatsoper, neu inszeniert von Michael Thalheimer und mit einer Traumbesetzung. Christine Schäfer als Constanze und Anna Prohaska als deren englische Kammerzofe Blonde. Und dieses Blondchen findet Anna Prohaska, muss gar nicht so kammerkätzchenhaft klingen, sondern kann auch mal so richtig frech hingerotzt werden. Dass die Sopranistin Anna Prohaska das packt, das steht für uns außer Frage. Schließlich ist der Publikumsliebling fast eine waschechte Berlinerin, aufgewachsen im Prenzlauer Berg, wo sie auch heute noch lebt. Sie hört gerne Heavy Metal und New Wave. Eine kapriziöse Diva ist sie nicht. Und dass sie für ihren Beruf auf wilde Partys und Alkohol verzichten muss, fällt ihr eigentlich nicht besonders schwer. Anna Prohaska ist gerade mal 26 und schon auf dem besten Weg, ein ungewöhnlicher Opernstar zu werden. Sich für die Karriere zu verbiegen, kommt für sie aber nicht in Frage. Das wurde mir eigentlich sogar mal herangetragen von einem Kollegen, ob ich mich nicht mal so ein bisschen, sage ich mal, mehr also spießiger kleiden wollte oder möchte. Das wäre doch dann vielleicht besser für meine Karriere oder sowas. Aber ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei, dass man eben mit der gebügelten Bluse und Nadelstreifenhose auftauchen muss. Schon im Studium an der Hans-Eisler-Hochschule begeistert sie ihre Professoren, singt an der Komischen Oper und bei den Salzburger Festspielen, bekommt sogar ein festes Engagement an der Berliner Staatsoper. Hier probt sie gerade die Rolle der Zofe in Mozarts Entführung aus dem Serail. Ich finde, es ist total wichtig, sich nicht so einschüchtern zu lassen von den ganz großen Vorbildern. Ich bewundere zum Beispiel jemanden wie Maria Callas, die alle kennen, wahnsinnig. Und es ist eine unglaubliche Künstlerin. Aber man kann sofort aufgeben, wenn man sagt, ja, aber ich werde das doch nie so toll singen können wie die Callas. Deswegen muss man echt immer versuchen, so seinen eigenen Weg einzuschlagen. Was habe ich persönlich, ich, Anna Prohaska, durch diese Rolle zu sagen? Was kann ich dieser Rolle quasi in den Mund legen? Und ja, das mit seinen Mitteln irgendwie zu vollführen. In Wien wächst Anna Prohaska mit klassischer Musik auf. Der Großvater ist Dirigent, der Vater Opernregisseur und der Bruder Tenor. Sie weiß also, worauf sie sich einlässt, dass es kein leichter Weg ist an die Spitze. Ich glaube, meine Eltern hätten sich total gefreut, wenn ich was Anständiges gelernt hätte. Also, was weiß ich, willst du nicht Architektin werden oder irgendwas? Ja, wenn irgendwas, was, sag ich mal, aus der Reihe tanzt, ein bisschen von diesem Familienvirus, sag ich mal, des Singens und des Performance irgendwie abkommt. Und haben dann aber auch irgendwann erkannt, dass ich das wirklich machen möchte und haben mich da auch in jeglicher Hinsicht unterstützt. Als Anna 11 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin. Sie bekommt Gesangsunterricht. Mit 17 gibt sie ihr Operndebüt. Während ihre Mitschüler Partys feiern, steht Anna auf der Bühne. Dass sie dadurch etwas verpasst hätte, empfindet sie nicht. Die klassische Musik, sagt Anna Prohaska, habe ihr im Gegenzug eine ganz neue Welt erschlossen. Und in dieser Welt hat sie jetzt schon mehr erreicht als viele andere. Ein paar Träume aber bleiben noch. Vom Beruflichen her habe ich ja jetzt, glaube ich, relativ viel so geschafft. Und ich fände es einfach nur toll, wenn es so weitergehen würde. Also immer so in kleinen Schritten, immer so weiter und vielleicht ein bisschen mehr so Richtung Barockmusik, was ich halt sehr liebe, so alte Musik. Aber so im Leben, weiß ich nicht, vielleicht mal zu so einer ganz großen, was weiß ich, Filmpreisverleihung eingeladen zu werden. Das wäre zum Beispiel ziemlich toll. Wer Anna Prohaska fragt, was sie antreibt, erhält eine schlichte Antwort. Die Liebe zur klassischen Musik. Wenn sie singt, glauben wir das sofort. Designer und alle möglichen anderen Kreativen aus aller Welt in die Stadt. Denn Berlin